Leute in Aurich, in der Innenstadt, und wollen die Leute nochmal aufmerksam machen, was bei Enercon abgeht, dass der Betriebsrat nicht seine Arbeit ausführen kann und dass der unterdrückt wird. Und die Leute sollen hier nochmal ihre Stimme abgeben, wie sie dazu stehen. Jede Postkarte, die man unterschreibt, hoffe ich, bringt es dem Ziel näher einfach. Und wie gesagt, von nichts kommt nichts. Ich habe das unterschrieben, weil ich finde Enercon an sich klasse. Ein ökologisch super Produkt, ganz wichtig, total wichtig, und dann muss das sozial auch stimmen. Ich finde sehr gut, dass es bei Enercon jetzt Betriebsräte gibt, aber ich finde das nicht okay, dass die Arbeitgeber sich so benehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich als Betrieb mit so einer Größenordnung und mit diesem Wahnsinnsumsatz, den er auch macht, und auch die Gewinne, dass man sich auch der sozialen Komponente so verschließen kann, finde ich. Und ich denke, dass das in Zukunft sich ändern wird. Deshalb sollte sich da eigentlich jeder einmischen. Und auch die Stadt Aurich sollte sich da einmischen, in Form der Politiker, die im Rathaus sitzen. Ja? Sollten sich für diese Grundrechte einsetzen. Und die können sich nicht wegducken, sondern das Grundgesetz geht uns alle an. Und eben auch die Mitbestimmung im Betrieb. Gerade in Aurich wird so vorgespiegelt, dass bei Enercon alles in Ordnung ist, Friede, Freude, Eierkuchen, auch in den letzten Zeitungsartikeln. Und das geht eigentlich nicht mehr in der Bundesrepublik, wo wir auch ja sagen, dass wir ein Sozialstaat sind. Und zu einem Sozialstaat gehört die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen, sowohl über die Gewerkschaften als auch über die Betriebsräte.